Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys Neue Augen. Im letzten Part, da haben wir einiges gesehen. Wir haben die letzten Anzeichen von Edna entfernt, haben dann das Tagebuch gesucht und gefunden, haben die Katze gefüttert und haben so einiges erfahren und jetzt haben wir das Verbot bekommen. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Ja, wenn wir das machen, passiert das. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Ja, absolut seltsam. So, na gut. Der Tee war bereits sprühend heiß. Gut, dass die Oberin Hornhaut auf der Zunge hatte. Ach je, Hornhaut auf der Zunge. Na gut, ins Büro der Oberin. Dann wollen wir ihm mal den Tee bringen. Na endlich! Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier haben. Ein Einhorn? Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Was? Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Okay, dann hauen wir mal ab. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Nehmen wir ihn einfach mit. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Okay, wir gehen einfach mal. Schließlich können wir jetzt gehen. Wir haben hier alles erledigt. Aber was können wir jetzt nehmen, um hier... Ednas Karte... Wenn die Oberin in dunklen Nächten in ihrem Büro saß, zündete sie diese Fackeln an. Nehmen wir die einfach mal. Können wir die eigentlich auch anzünden? Nein, wir sollen nicht mit dem Feuer spielen, sagt Harvey. Du, das... Irgendetwas... Okay, auf jeden Fall können wir die Fackel hier in die Halterung. Das sollte ja nicht verboten sein. Eine brennende Fackel hätte hier sicher mehr Licht ins Dunkel bringen können. Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz, so viel über die Funktionsweise von Fackeln zu wissen. Eine Ja, geht das nicht? Kann man das nicht machen? Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Ja, absolut nicht. Gut, dann müssen wir jetzt woanders hin. Hä? Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. What the fuck? Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Sonst kommen die mit der Taserpistole, oder wie? Brauchen wir noch was anderes? Haben wir hier denn noch was, was wir mitnehmen können?
Scheint nicht so. Dann probieren wir es nochmal. Ja gut, wie kriege ich denn dann die Fackel da rein? Brauche ich doch irgendwas noch. Können wir nochmal mit dem Gemälde... Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Na. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Oha, okay, jetzt haben wir eine eindeutige Mission bekommen. Dann müssen wir jetzt wieder mit Harvey spielen. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. 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 Oha, es funktioniert scheinbar. Oha, oh Gott. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Oha, okay, eine Keule. Es war eine hölzerne Keule, wie Lilly sie nur aus Geschichten über Steinzeitmenschen, Trolle oder Baseballspieler kannte. Baseballspieler. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Können wir denn nicht die Kordel benutzen? Ah, er staubt! Mein Auge brennt! Wer war das? Also ich nicht. Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Jetzt können wir die Keule nehmen. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Staring Contest. Das Auge war nicht nah genug, um mit einer Keule die Netzhaut in Stücke zu schlagen. Nicht, dass unsere Lilly solche Gedanken hegte. Natürlich nicht. Okay, wir haben jetzt hoffentlich die Chance, wegzugehen. In den Runden. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen. Geht scheinbar nicht. Okay, machen wir weiter. Ah, er staubt! Mein Auge brennt! Wer war das? Ich nicht. Was können wir denn noch machen? Lilly, aber... Dann nochmal. Die Kordel benutzen. Okay, und jetzt? Können wir jetzt die Keule benutzen? Das Auge nicht. Mein Auge! Können wir denn jetzt was anderes machen? Ein staubig gab es. Vielleicht mit dem Vorhang. Ah, genau. Wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben!
Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Okay, dann schnell raus hier. Komm, Lilly, auf. Bevor sie die Augen wieder aufmacht oder das Auge wieder aufmacht. Okay. Mein Auge brennt! Da ist noch ein Auge. Diesen Staring Con... Lilly, man konnte sie gut... Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Upsala, was? Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Okay. Wir haben hier Feuerholz und Harveys Schneemann und einen Zylinder. Ein echter Zylinder. Lilly war platt. Den nehmen wir mal. Hey, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Okay. So, wir haben nur noch die Punkte. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter, direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Tja, gute Frage. Wir haben aber auch nichts mehr irgendwie, was wir benutzen können. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Na gut, wir müssen ihn also irgendwie vertreiben. Lilly hatte Eigenmann, aber die... Haben wir denn da noch was? Oh! Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Nehmen wir die gleich mal mit. Okay. Dann gehen wir mal wieder. So. Können wir die hier rein? Nanu, was ist das? Oha. Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel das ist... Das ist... Feuer! Ah, ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Okay, dann nehmen wir ihn ab. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Nun siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Na gut. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass da, nein, nicht! Tja. Nein! Das lief ja gut. Lilly hatte das Feuer entsorgt, genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Tja, sehr schön. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder mit Feuer spielen. Und der brennende Harvey begleitet uns wieder raus. Na gut. Gratulation! Oh. Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden.
Das ist interessant. Da haben wir die Verbote. Okay. Alles klar, dann gehen wir jetzt das Verbot umgehen. So. Huch. Okay, das sah ja lustig aus. Yay, wir können mit Feuer spielen. Wir haben eine brennende Fackel. Die können wir jetzt in die Halterung hoffentlich packen. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Ja. Ich frage mich nur, wie die da rankommt, um die da reinzutun, aber egal. Wir schauen uns mal die dunkle Ecke an. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Ja, die wird hier sein. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Ja, welche Überraschung. Wir gehen mal rein. Lilly! Du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Bei dir selber bitte. Na, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Oh ja, egal, wir fragen ihn mal über die Hypnose aus. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Okay, alles klar. Und was ist mit Dr. Marcel? Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Oha. Polizei? Die Polizei rufen? Ha! Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Du hast es schon alle beantwortet. Auf zum Schaukelbaum! Okay. Und jetzt? Auf die Karte würde sie Und jetzt? Edna folgen. Ah. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Okay, dann nutzen wir mal Harvey. Da war schon wieder... Einerseits freute sich Lilly über die Gesellschaft. Andererseits wollte er sie nicht vom Schulgelände lassen. Und Lilly sah gar keine Schnur zum Hypnotisieren. Sie brauchte einen besseren Plan.
Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viel Zählen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Zum Schulteich gehen wir mal. Halt. Wir haben doch da was. Halt. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Egal, wir packen das Wollknäuel mal in Harvey ran. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel! Yippie! Das ist ja... Wookie! 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 Das erinnert mich an das Wooga vom... Oha. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Oje, also das Wugi erinnert mich vom Alumann aus dem ersten Teil. Knochenhaufen, Teergrube. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad. Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Gleich, wir widmen uns dem gleich. Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinabführte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ob sie sich wohl streicheln ließ? Wir reden mal mit ihr. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Gute Frage, wir nehmen mal was aus dem Knochenhaufen und probieren es jetzt an die Harley-Spinne. Acht Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Aber von alleine würde die Rippe nie am Kopf der Spinne kleben bleiben. Ah, warte mal. Sehr gut. Jetzt können wir die ranmachen. Acht Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Zotzi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Oh, ja, Zotti, davon hat uns ja die Oberin höchstpersönlich erzählt. Der zweite Hase, yay! So, jetzt bin ich gespannt. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Ja, immerhin. Jetzt können wir Edna folgen und das machen wir auch gleich mal. Du sollst erwachsen. Achso, ja. Geht ja nicht. So, auf geht's. Wir müssen ja immer erst das Verbot außer Kraft setzen. Und damit sind wir bei Kapitel 2 angelangt. Oh Gott, sehr schön. Ednas Versteck. Alles klar, damit haben wir schon einen großen Vorsprung gemacht. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt.
Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Nur wenige Stunden. Okay. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Das kann ich verstehen. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Ja, absolut. Na gut. Wir haben das Wollknäuel noch. Wir heben am besten wieder die Karte auf. Na gut, dann folgen wir der Karte mal. Oh, aber bevor wir uns jetzt umsehen und die Karte weiterverfolgen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss!